Und damit herzlichst willkommen zu einer Krankenausgabe Scene Talk, denn mir geht es zwar besser, aber ich bin immer noch krank. Aber nichtsdestotrotz will ich darüber reden, über Glass Onion, A Knives Out Story, der neue Film von Rian Johnson, dem Regisseur von Knives Out und von Star Wars Episode 8. Und wie ich den Film fand, das verrate ich euch nach dem Trailer. We've arrived. Disruptors have assembled. Welcome, gang. We got a great weekend. Who's that? Benoit Blanc, the detective? Mr. Prom, I cannot overstate my gratitude to be here. When's the murder mystery start? I've invited you all to my island. Hi. Because tonight, a murder will be committed. My murder. Once you're dead, will we still be able to talk to you? Yeah, I'm not playing dead the whole weekend, dude. This is truly delightful. Across the island, I've hidden clues. You will have to closely observe each other. If anyone can name the killer, that person wins our game. Any questions? Halle Berry, that has a kick. Oh my God, what happened? Holy shit! Ladies and gentlemen, there's been a murder, and the killer is in plain sight. For at least one person, this is not a game. I must insist that nobody touch the body. Jeez, detective, who killed the party? I need to find a motive for murder. Everyone would stab a friend in the back to hold on to this rich bastard. Deal with it. You're all friends. Why would anyone commit murder? Are we even gonna talk about the elephant in the room? Am I the elephant? Yeah, you're the elephant. You're not that bad. Think of the danger here. Are you calling me dangerous? Well, we'll see. Let it all out. Hell yeah! This is reckless. The killer wouldn't hesitate to kill again if it covers their tracks. Must be really great at Clue, huh? I'm very bad at dumb things. Ticking boxes, running around, searching all the rooms. It's just a terrible, terrible game. In Knives Out 2, beziehungsweise in Glass Onion, a Knives Out Story, geht es um Benoit Blanc, gespielt von Daniel Craig. Er ist immer noch Privatdetektiv, er ist diesmal richtig gefordert, er sucht nämlich schon länger wieder nach einem Auftrag, was ihn so richtig ausfüllt. Und er wird nach Griechenland geschickt, in einen sehr verzwickten Fall. Er wird, sorry wegen dem Husten, eingeladen von Tech-Milliardär Miles Bronn, gespielt von Edward Norton, denn auf seiner Insel soll ein jährliches Spiel ausgetragen werden. Beziehungsweise er möchte mit seinen besten Freunden ein Spiel ausüben, in dem eine Murder Mystery geklärt werden soll. Er soll umgebracht werden und seine Kumpel sollen das lösen, warum, wer es war und wieso. Doch, da kommt Benoit Blanc ihm zuvor und jemand anderes stirbt. Und nun heißt es herauszufinden, wer ist der richtige Mörder. Denn der richtige Mörder ist einer von denen, die da sind, logischerweise auf der Insel. Niemand kann weg. Und Benoit Blanc ist jetzt geforst, das rauszufinden. Ich höre ein bisschen komisch auf dem Ohr, deswegen bin ich ein bisschen lauter vielleicht, weil irgendwie habe ich, glaube ich, eine Mittelohrentzündung, aber ich bin mir nicht sicher. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, es soll um Glass Onion gehen. Knives Out Story heißt der Film. Ist der neue Film von Rian Johnson, habe ich am Anfang schon erzählt und ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich mochte den ersten Knives Out gerne, auch wenn ich kein Fan von Ana de Armas bin. Ich glaube, die kann nicht spielen. Und auch der große Twist war mir zu vorhersehbar. Und wer das Problem beim ersten Teil hat, wird es auch bei Glass Onion haben. Der Twist ist nach den ersten 20 Minuten vorhersehbar. Sorry wegen dem Muster.
ist leider ziemlich vorhersehbar. Das ist ziemlich plump. Auch der generelle Twist am Ende. Deswegen, da muss ich sagen, boah, Leute. Also, da hättet ihr euch ein bisschen was Krasseres ausdenken können. Aber trotzdem schlägt der Film innerhalb nochmal ein paar Haken, mit denen ich dann doch nicht gerechnet habe. Die dann aber doch ziemlich smart sind. Aber da will ich jetzt groß nicht drauf eingehen, weil es ist wichtig, dass ihr weniger über den Film wisst und auch besser keine Trailer guckt und dann einfach den auf Netflix anmacht und Spaß habt. Denn das soll der zweite Knives Out auch machen. Der ist weniger knifflig, der ist weniger Murder Mystery, der ist teilweise mehr Comedy, der ist fantastisch gespielt. Ich liebe Daniel Craig als Benoit Blanc. Dann als Andy Brandt, Janelle Monáe, die sich vielleicht sogar eine Oscar-Nominierung aushandeln darf. Mal gucken. Aber der Film hat auch seine Probleme. Und das muss man jetzt wirklich ernsthaft sagen. Ich mag den Film wirklich aufgrund seiner Atmosphäre, seinem Spaßes, was er macht. Aber wenn man dem Film wirklich Böses will, dann kann man den in all seine Einzelteile zerstören. Das liegt vor allem auch daran, dass viele Nebencharaktere einfach eingeführt werden und nicht ausgearbeitet werden. Sie sind halt da und am Ende fragt man sich genau, warum eigentlich. Sie sitzen da rum, sie heulen ein bisschen rum, sie schreien ein bisschen rum, aber wirklich viel zu tun haben sie nicht. Denn die großen, wichtigen Charaktere sind eben Ed Norton, also Miles Bronn, Janelle Monáe als Andy Brandt, dann Duke Cody als Dave Bautista und halt Benoit Blanc bzw. Daniel Craig. Und das sind im Grunde die, die am wichtigsten innerhalb dieses Films sind. Alle anderen sind halt so am Rand und bleiben auch am Rand und bekommen halt wirklich nicht so viel zu tun. Bekommen zwar einmal so einen kleinen Twist mit rein, damit man irgendwie merkt, okay, sie sind vielleicht doch mehr Arschlöcher, als man denkt. Aber bis auf diese Stelle und auf ein bisschen das Finale sind die Charaktere primär egal. Und das finde ich problematisch, dass Rian Johnson zu viele Charaktere einbaut und keine Ahnung hat, was er mit denen tun soll. Ansonsten, das ist so mein Hauptproblem. Ansonsten ist der Film wirklich eine spaßige, kurzweilige Murder-Mystery-Comedy, die man sich gut angucken kann, bei der man aber auch ein bisschen das Gehirn ausschalten sollte, weil sonst verrät man sich irgendwann selber die eigentlichen Twists. Ja, Knives Out 2 bzw. Glass Onion, a Knives Out Story, bekommt von mir 7 von 10 möglichen Punkten. Ich fand ihn gut, hatte Spaß mit dem und ja, habt ihr den vielleicht sogar schon irgendwie gesehen zu Weihnachten jetzt gerade mit der Familie. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr es in die Kommentare schreibt. Ich danke fürs Zuschauen und Zuhören. Schöne Weihnachten noch. Bis dahin, tschüss, haut rein und bye.